Willkommen zu einer weiteren Session Minecraft. So, ja, wir waren jetzt bei der Kirche und ich will mal kurz vorne noch was gucken. Wegen den Gläsern, die würde ich halt gern rot eingefärbt haben. Okay. Ich sehe gerade, das neue Texture Pack ist ein bisschen anders hier, oder? Ich höre noch ein Skelett, das muss ich mir krallen. Zumindest bei den Blöcken sieht es anders aus. Ich finde sogar. Ah, nee, da gehe ich nicht rein. Ich finde sogar ein bisschen besser so, tatsächlich. Na gut, Blumen, rote Blumen. Habe ich keine verdammten roten Blumen hier? Ich habe da mit Sicherheit irgendwo rote Blumen gesammelt. In diesem ganzen Gebiet war doch mit Sicherheit Blumen irgendwo. Wenn ich jetzt noch öfter Blumen sage, dann erscheinen die bestimmt irgendwo. Blume, Blume? Echt nicht? Blume? 6 Mohn. Ich brauche ja den Farbstoff. Roter Farbstoff. So, also zack, 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 zack. 16, wie waren das? Ich glaube so. Ne? 8 rote Scheiben. Okay, also wissen wir schon mal, wie es geht. Die Frage ist jetzt, wie wir weitermachen. Ich habe mir echt überlegt, ob ich eventuell nicht tatsächlich den Unterbau der Kirche oder der Antikirche nicht mit den roten Ziegeln mache. Also andererseits, dann würden die roten Glasdinger auch nicht so zur Geltung kommen. Dann mache ich hier lieber doch ein graues Dach auf, oder? Wie viel brauchen wir eigentlich davon? 2, 2, 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, glaube ich. 22. Ach so, wie wollten wir das jetzt eigentlich hier machen? Ich habe noch keine Ahnung. Okay. Also ein graues Dach, so wie drüben beim bei der Anlegestelle, hätte ich gesagt. Das heißt, wir brauchen sehr viel Andesit. Und Platz. Ich packe mal die Ziegel jetzt erstmal hier aus. Die brauchen wir nicht zwangsläufig. Genau wie das Glas. Da nehme ich nur ein paar mit. Das hat, sieht jetzt auch anders aus. Auf jeden Fall älter. Jetzt nicht mehr so modern. Ich glaube, so die anderen Blöcke haben sich nicht zwangsläufig geändert, oder? Die Schilder sehen jetzt anders aus. Jetzt haben wir auch die Version, glaube ich, 1.15. 1, 2, 3. Ich pack mal alles voll. Okay, also 3 Änderungen schon mal. So. Oh, das hat sich auch hier geändert. So, jetzt müssten wir eigentlich erstmal Schlafi Schlafi machen, aber oder nicht unbedingt, sondern eher ein Skelett jagen.
Was packe ich aus? Einen Granitblock brauchen wir nicht unbedingt. 8 leere Eimer brauche ich auch nicht unbedingt. Da haben wir ein Skelett. Oh nein. Leck mich. Jetzt sind die Dinge auch wieder richtig cool. Komm her, du Arsch. Phantom besiegt. Cool. Hä, hey, hab ich nicht. Hä? Haben wir gar kein Fleisch aufgenommen? Wo ist das Skelett jetzt hin? Hallo? Toll, ein Bogen. Willst du mich verarschen? Ah, ich habe doch keinen Platz für so einen Scheiß. Oder war ich hier drinne? Ach so, jetzt bin ich. Ah, ich bin eben hier reinmarschiert. Der Bogen. Dabei waren wir ja eigentlich hier drinne. Ja, ja, du kriegst auch noch deine Packung. Alter, dich kann ich nicht gebrauchen. Es ist ärgerlich. Okay. Dum 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 dum. Nein. Ach, leck mich doch. Hallo. Oh, tschüss. Diese Saftsäcke. Alles haben sie mir kaputt gemacht. Leck mich. Sag mal, was ist denn los? Sind wir jetzt hier in...
Och man, nicht ernsthaft, ey. Sag mal, habe ich irgendwie heute das Pech an mir oder was? Sag mal, ich muss schlafen gehen. Geht nicht anders. Oh, ich habe nur ein Schwert. Ich brauche noch nicht schlafen gehen. Das Vieh mache ich fertig. Komm. Komm, du Dreckskerl. Zeit für ein Du-Du-Du-Duell. Na komm, na komm. Noch einmal. Put, 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 put. Ja, hier bin ich. Oh, doch nicht nur noch einmal. Yeah. So, raus, raus, raus. Da haben wir noch ein Skelett, das würde ich gerne mir krallen, wenn es geht. Ja, die ganze Folge. Nein, es ist verschwunden. Und wir haben einen scheiß Creeper da. Oh, nicht dein Ernst. Ah, toll. Du auch noch. Was? Alter, was kann man für Pech haben? Was kann man echt für Pech haben? Ach, egal, jetzt scheiß auf die Knochen, kein Bock mehr, ey. Oder? Sie könnte auch unter uns sein. Oder es ist eine. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Das wird ein Durchgang sein. Oh, wieder nur ein Bogen, kein Knochen. So, nach 14 Minuten und somit quasi zum Ende der Folge. Fangen wir dann doch mal mit dem Dach an. Ach so. Ist das nicht toll? So toll. Perfekt daneben gesprungen. Zumindest diese erste Runde können wir hier noch machen. Und dann speziell bedanke mich. Bis denn.